Kiruna ist die nördlichste Stadt in Schweden. Der Hauptort der gleichnamigen Gemeinde liegt in der Provinz Norrbottens län und der historischen Provinz Lappland. Der Name stammt vom nordsamischen Wort Kirun, der nordsamische Name für die Stadt, für Schneehuhn, das im Stadtwappen dargestellt ist. Kiruna entstand als Siedlung für das gleichnamige Eisenerzbergwerk. Damit die unter der Stadt liegenden Vorkommen abgebaut werden können, wird sie bis 2040 komplett um 5 Kilometer nach Osten verlegt. Geografie: Kiruna liegt zwischen den beiden Erzbergen Kiirunavaara und Luossavaara, wo hochwertiges Magnetiteisennetz mit 60-70% Eisengehalt gefunden wurde. Westlich der Stadt befindet sich der See Luossajärvi. Der Raketenstartplatz Esrange für den Start von zivilen Forschungsraketen liegt 45 Kilometer östlich der Stadt. Die Stadt liegt nördlich des Polarkreises. Die Mitternachtssonne scheint von Juni bis Juli 50 Tage ununterbrochen. Im Winter herrscht 20 Tage Polarnacht. Vom 12. bis einschließlich 31. Dezember steigt die Sonne nie vollständig über den Horizont. Im Sommer betragen die Temperaturen in Kiruna zwischen 8 und 16 Grad. Die Winter sind kalt, die Tagestemperaturen liegen im Januar zwischen minus 9 und minus 15 Grad. In klaren, windstillen Nächten kann es bis unter minus 30 Grad Celsius gehen. Geschichte Kirunas. Hauptartikel siehe Geschichte Kirunas. Mit dem Bau der Erzbahn konnten die schon vorher bekannten Erzfunde bei Kiirunavaara und Luossavaara abgebaut werden. Rund um die Eisenbahnstation Luossavaara entstand eine Siedlung, die im Jahr 1900 in Kiruna umbenannt wurde. Kiruna wurde 1908 zur Minderstadt erhoben. 1948 wurde die Gemeinde Jukkasjärvi, zu der der Ort Kiruna gehörte, in Kiruna umbenannt und zur Stadt erhoben. Seit 1993 tagt hier der Sameting, die parlamentarische Vertretung des Volkes der Samen. Der frühere Name Luossavaara ist erstmals 1736 als Luossavaara belegt und entstand aus der Übernahme des samischen Wortes Luossavaari ins Finnische, das seinerseits eine Zusammensetzung aus dem Wort für Lachs und dem Wort für Berg ist. Der Name ging ursprünglich vom nahegelegenen See Luossajärvi auf den einen Erzberg über und war bis 1900 die Bezeichnung des Ortes. Der heutige schwedische Name des Ortes leitet sich von der finnischen Form Kiruna ab, die wiederum eine Übersetzung des amischen Wortes Kirun ist. Ursprünglich war damit nur der zweite Erzberg Kiirunavaara gemeint. Erzabbau und dessen Folgen, Hauptartikel siehe Eisenerzgrube Kiruna. Der Erzabbau erfolgt in einer vulkanisch-exhalativen Lagerstätte, die schräg unter der Stadt verläuft. Zurzeit werden vom schwedischen Bergbauunternehmen LKAB jährlich etwa 24 Millionen Tonnen Roherz gefördert. Mit Fortschreiten des Abbaus werden die Stadtteile darüber zu unsicherem Gebiet, so dass es erforderlich wird, die Bevölkerung innerhalb der nächsten Jahrzehnte umzusiedeln. Die Alternative zur Umsiedlung wäre die Einstellung des Bergbaus und damit der wirtschaftlichen Grundlage der Stadt. Im Januar 2007 fasste der Stadtrat von Kiruna den Beschluss, dass die Stadt entsprechend verschoben werden muss. Das Stadtzentrum von Kiruna müsse innerhalb der nächsten Jahrzehnte um 4 Kilometer versetzt werden, damit es nicht durch Einstürze gefährdet wird. Die Planung sah vor, die Eisenbahn westlich des Berges Kiirunavaara zu verlegen. Die Siedlungen würden Schritt für Schritt weiter nordwestlich an die bestehende Stadt angebaut, sodass die Erhaltung der Infrastruktur relativ einfach möglich wäre. Auf diese Weise hätte sich Kiruna im Laufe der folgenden 50 bis 100 Jahre um einige Kilometer von seinem jetzigen Standpunkt verlagert. Im Juni 2010 wurde beschlossen, ein neues Stadtzentrum 5 Kilometer weiter östlich zu bauen. Der 2014 vorgelegte Umzugsmasterplan sieht eine schrittweise Übersiedlung der Stadt bis 2033 vor. Die 1912 von Gustav Wickmann aus Holz erbaute Kirche, welche in Anlehnung an die Form einer samischen Kote aus Birkenstämmen errichtet wurde, soll vollständig erhalten bleiben und an einen neuen Standort übersiedelt werden. Das 1959 bis 1962 nach Plänen des Architekten Arthur von
an Schmalensee errichtete, denkmalgeschützte Rathaus wird hingegen abgerissen, da eine Übersiedlung teurer als ein Neubau wäre. Das neue Rathaus soll nach den Plänen des dänischen Architekturbüros Henning Larsen Architects gebaut werden. Verkehr: Eine wichtige Verkehrsverbindung ist die 1903 vollendete, am 14. Juli 1903 offiziell von König Oskar II. Eingeweihte und bis 1915 vollständig elektrifizierte Bahnlinie von Luli über Gällivare, Kiruna nach Narvik. Von dort wird das mit der Malmbahn aus Kiruna antransportierte Erz verschifft. Die Strecke Luli-Narvik beträgt 473 Kilometer. In Richtung Luli wird sie fünfmal und in der Gegenrichtung viermal befahren. Diese Strecke ist eine wichtige Zugverbindung für Gütertransporte innerhalb Skandinaviens. Neben der Malmbanan gibt es einen direkten Nachtzug von Göteborg über Stockholm nach Kiruna und zurück. Die Stadt liegt an der Europastraße 10. Kiruna verfügt darüber hinaus über einen Flughafen, der mehrmals täglich von SAS und Norwegian Air Shuttle bedient wird. Tourismus: Kiruna bietet vielfältige Betätigungsmöglichkeiten für Urlauber. Im Sommer können diese wandern, Kanu fahren, jagen und fischen. Im Winter Ski- und Hundeschlitten fahren oder mit Schneeschuhen Wanderungen unternehmen. Der höchste Berg Schwedens, der Kebnekaise, ist nicht weit. Bekannt ist das Eishotel in Jukkasjärvi, welches jährlich ab Oktober neu gebaut und im Dezember eröffnet wird. Sehenswert ist die ganz aus Holz erbaute Kirche von Kiruna, die 1912 von Gustav Wickmann in Anlehnung an die Form eines Lappenzelts errichtet wurde. Besonders eindrucksvoll ist das Altarbild, das von Prinz Eugen von Schweden gemalt wurde und eine sonnendurchströmte Landschaft zeigt. Die Kirche wurde 2001 zum schönsten Gebäude Schwedens gewählt. Einen Besuch wert ist die Kapellschallergrotte, eines der längsten Grottensysteme Schwedens. Nach dem Einstieg können unterirdische Wasserfälle bewundert werden. Das Bergwerkmuseum informiert über die 100-jährige Geschichte und die Entwicklung der Grube. Seit einiger Zeit bietet die LKAB Führungen durch eine Ausstellungsmine an. Der Bus fährt vom Kiruna Touristenbüro zu den Ausstellungsminen. Dort kann 500 Meter unter der Erde besichtigt werden, wie Eisennetz gewonnen wird. Ein Fremdenführer erklärt mit Diaschuss die Weiterverarbeitung des Erzes. Die Führung wird täglich angeboten, von September bis Mai jedoch nur bei ausreichender Nachfrage. Aus Sicherheitsgründen müssen Kinder mindestens 6 Jahre alt und 1,1 Meter groß sein, um die Mine betreten zu dürfen. Eine weitere Attraktion sind die zu bestimmten Zeiten stattfindenden Besichtigungstouren des Raketenstartplatzes S-Range. In einigen Jahren sollen von Kiruna aus kommerzielle Weltraumflüge starten. Ursprünglich war 2012 als frühester Termin vorgesehen. Anbieter der Flüge soll Virgin Galactic in Zusammenarbeit mit der Firma Spaceport Sweden sein. Sport: Der örtliche Fußballverein Kiruna FF stand 1991 auf dem Sprung in die erste schwedische Liga und spielt derzeit in der DIV 3 Norra Norrland. Das Eishockeyteam der Stadt Kiruna F spielt in der DIV I Norra, der dritthöchsten Eishockeyklasse in Schweden. Persönlichkeiten: Söhne und Töchter der Stadt: Börje Salming, ehemaliger Eishockeyspieler. Göte Wellitelo, ehemaliger Eishockeytorwart und jetziger Trainer. Matthias Edenborn, Musicaldarsteller. Sigvard Eklund, Wissenschaftler, zweiter Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation. Asa Larsen, Krimiautorin, einige ihrer Kriminalromane handeln in und um Kiruna. Karl Butart Bildhauer, lebt und arbeitet in Malmö und Berlin. Ilva Stahlnacke, alpine Skirennläuferin. Personen, die in Kiruna gewirkt haben: Hans Holmer, Kommissar und Jurist. Karl Holmström, ehemaliger Skispringer. Gustav Wickmann, Architekt.